Einschränkungen. Ja, ich denke, ich spreche für die meisten von euch, wenn ich... Leute, haut mal bitte die grüne Karte raus. Also einfach mal aus Prinzip. Ich sage, Corona geht uns alle nur noch auf den Sack. Vor allem die Beschränkungen, die es derzeit noch gibt. Und um ehrlich zu sein, kann ich einige Entscheidungen unserer Politiker nicht so ganz nachvollziehen, was das Ganze angeht. Ich möchte in diesem Video natürlich nicht alles haten oder runtermachen. Rückblickend war der Lockdown vielleicht ein bisschen too much. Immerhin hat uns das Ganze wirtschaftlich ein Jahrzehnt nach hinten gehauen. Zumindest laut dem Handelsblatt. Allerdings wissen wir natürlich nicht, was passiert wäre, wenn wir das Ganze nicht getan hätten. Zehntausende Tote, noch schlimmere Folgen für die Wirtschaft. Was guckt ihr mich so an, Digga? Ich bin kein Experte. Momentan finden wir auch glücklicherweise wieder langsam, aber sicher wieder zurück zum Alltag. Alle paar Wochen gibt es neue Lockerungen. Allerdings muss ich sagen, dass ich genau hier irgendwie einige Lockerungen bzw. weiterhin Beschränkungen nicht so ganz verstehen kann. Und darum soll es in diesem Video einfach mal gehen. Servus. An dieser Stelle sei direkt gesagt, dass das ein übertrieben subjektives Video ist, weil ich halt nun mal in Niedersachsen wohne und Niedersachsen halt mit die beschissensten Regeln von allen hat. Und die Regeln auch gerade in den Punkten richtig hart sind, wo ich sie halt gerne sehr locker hätte. Zum Beispiel konnte ich halt immer noch nicht meinen Geburtstag feiern. Und ich meine, ich hatte vor 2 Monaten Geburtstag. Er wollte mich einladen. Ich konnte bisher immer noch nicht dahin gehen. Ich weiß nicht, ob er das überhaupt noch macht mit dem Geburtstag. Also ich persönlich finde, das ist ein ganz armes Deutschland. Ich wollte eigentlich zu ihm und noch, ja, wir wollten eigentlich feiern. Aber gut, wenn er nicht will, dann ist es halt einfach eine traurige Sache, weil man kann das natürlich auch illegal machen. Wollte ich bloß mal sagen. Kari Wunderland, grüß dich. Für mich ist diese Feier halt was ganz Besonderes, weil ich sehr viele Leute von ganz weit weg wiedersehe, die ich halt sonst kaum sehe. Zum Beispiel ein Gaffi, der an der Schweizer Grenze wohnt. Ich meine, wann ist man mal an der Schweizer Grenze? Und sowas verschiebt sich dann natürlich immer wieder und wieder und man weiß halt nicht, wann man eigentlich feiern kann. Und natürlich auch noch andere Punkte, aber zu denen komme ich halt später. Das erste, was ich ziemlich komisch finde, ist die Tatsache, Tobi, dass halt jedes Bundesland irgendwie eigene Regeln zu... Da will sich Olli einmal richtig abschießen und dann sowas. Ja, Patti. Es ist halt wirklich so, ne? Ich meine, hier hättest du es für umsonst bekommen. Ich meine, der Gastgeber muss schon Alkohol stellen. Dementsprechend wärst du hingefahren, hätte mich komplett rotzevoll zulöffeln lassen, ne? Und dann wäre das gewesen. Warum guckst du mir jetzt so komisch? Wäre eh nicht gegangen, weil am nächsten Tag hätte ich dann ja nicht fahren können. Ich müsste ja dann wieder fahren. Ach so, du weißt gar nicht, um was es geht. Ja, der wollte ja seinen Geburtstag feiern, aber ging ja irgendwie nicht. Deswegen. Dieser Corona-Sache festsetzt. An sich ist es ja erst... Trap for H, ich grüße dich. Schön, dass du da bist, Bruder. Und danke dir. Was gut ist, dass die Länder einzeln eigene Gesetze und so weiter erlassen können. Da habe ich ja auch gar nichts gegen. Aber gerade bei so einer Pandemie macht das meiner Meinung nach irgendwie nicht so viel Sinn, oder? In Niedersachsen beispielsweise war es bis heute verboten, sich mit mehr als 2 Personen zu treffen. Jetzt wurde das Ganze auf 10 Personen aufgestockt, egal von wie vielen Haushalten die kommen. In Thüringen aber beispielsweise gibt es halt schon länger gar keine Beschränkungen mehr. Da gibt es zwar die Empfehlung, sich jetzt nicht mit so großen Gruppen zu treffen, aber eine richtige Regel, außer natürlich bei Veranstaltungen, gibt es da halt nicht. Das bedeutet, dass wenn ich jetzt 5 Leute im niedersächsischen Weißenborn treffe, dann könnte ich dafür bestraft werden. Aber wenn ich 1 Kilometer weiter Richtung Siemerode laufe, dann ist das Ganze in Ordnung. Selbst wenn wir nach der Grenze... Ja, aber wenn wir jetzt danach gehen, müsste man das ja dann überall so sehen. Also dann, es gibt ja unterschiedliche Gesetze sozusagen, also auch die bundesweit gehen sozusagen. Es ist auch teilweise 1 Kilometer Unterschied, ne? Und da hast du dann ganz andere Gesetze, ist ja ganz klar. Also irgendwo muss es ja eine Grenze geben, ab wann das dann beginnt, ab wann es halt endet sozusagen. Sozusagen, Leute. Ja, deswegen. Bei uns, ne, wir müssen auch nach den sächsischen Regeln gehen. Wenn man jetzt ein paar Kilometer, was weiß ich, nach Sachsen-Anhalt, Thüringen oder sonst wo fährt, das sind wieder ganz andere Regeln, die man da einhalten muss und sowas. Dementsprechend ist es ja ganz klar. Ich finde aber... Persönlich finde ich es kacke, dass jedes Bundesland unterschiedlich entscheidet. Ich finde, sowas kann landesweit einfach geschehen. Also, dass das ganze Land einfach die gleichen Regeln einhalten muss. Ich meine, das wäre auch viel transparenter. Weil ich habe keine Ahnung, was für Regeln dann irgendwo in Niedersachsen sind. Wenn ich dort mal bin, dann verkacke ich einfach mein Leben. Grenze zu Thüringen einfach noch 20 Leute treffen. Da Danke ist dann komischerweise alles in Ordnung. Ich meine so, ist das Virus in dem einen Bundesland gefährlicher als im anderen? Ich meine, müsste man da nicht als Deutschland noch irgendwie dann zusammenhalten? Ich habe einfach mal geschaut, ob das vielleicht was mit der Bevölkerungsdichte zu tun hat. In Thüringen ist die tatsächlich so ein bisschen niedriger. 133, in Niedersachsen 167. Aber das ist jetzt auch kein so großer Unterschied, dass es das rechtfertigen würde. Mal ganz abgesehen davon dürfen in Baden-Württemberg beispielsweise bis zu 20 Personen in privaten Räumen zusammenkommen. Und die Bevölkerungsdichte ist da halt doppelt so hoch.
hoch. Ich meine, wird da in jedem Bundesland einfach gewürfelt, mit wie viel Personen man sich treffen kann oder woran wird das festgemacht? Es geht darum, dass es ein privater Raum ist. Die Chance, dass das Virus sich wieder verbreitet, ist doch überall in Deutschland gegeben. Mhm, oder hat Corona in dem einen Bundesland weniger Bock als im anderen? Und ja, hier muss ich auch zugeben, dass ich mich halt auch nur drüber aufrege, weil Niedersachsen halt es immer noch für nötig hält, dass man sich nur mit 10 Leuten treffen darf. Das nächste, was mich mega ankotzt, aber natürlich... Ich weiß noch nicht mal, wie es hier in Sachsen ist. Mit wie vielen Leuten darf man sich hier treffen? Ist das... Ich hab's ja auch gar nicht. Ich meine, ich bin in Sachsen, ich weiß es selber nicht mal. Weil dieses ganze Corona-Zeug, ehrlich gesagt, geht's mir einfach nur auf den Keks. Muss ich mal ehrlich sagen. Seit jetzt 2 Monaten gucke ich auch gar nicht mehr die Nachrichten an und verfolge da nichts mehr. Ja, also mit Freunden kann man sich eigentlich treffen, keine Ahnung. Richtig Bock durchzuziehen. Wir sind in der dritten beim Training teilweise 20 Leute und wir müssen Abstand einhalten. Ja, kein Trainingsspiel, keine richtigen Übungen, keine Zweikämpfe. Wir machen halt gefühlt seit 5 Wochen nur Torschüsse. Kann dir aber da gar nicht helfen im Spiel. Und dafür sind wir sogar immer noch ziemlich schlecht. Zwar machen wir auch hin und wieder noch ein paar Passübungen oder andere Dinge. Die Trainer lassen sich da schon ein bisschen was einfallen, aber das ist halt überhaupt nicht das Gleiche. Puh, nochmal gerettet, falls mein Trainer das sieht. Ich meine, jeder, der selber Fußball spielt, weiß, wie geil das einfach ist, wenn du beim Training 20 Leute bist. Ich meine, du kannst einfach über 90 Minuten über die komplette Trainingseinheit ein Testspiel machen. Über das komplette Feld mit einer ganzen Mannschaft. Wie geil ist das denn? Und was machen wir jetzt? Jungs auflegen, Torschuss. Dabei finde ich die Regelung mit dem Abstand beim Fußball sowieso mega unnötig. Ja, Fußball ist ein körperbetontes Spiel und es gibt Zweikämpfe, man berührt sich auch mal. Aber es kommt eigentlich selten vor, dass man sich gegenseitig die Zunge in den Hals steckt. Mal abgesehen davon... Ja, nee, also das kann sich jetzt auch so nicht sehen. Erstmal Teamsport ist generell, man ist immer irgendwie nah in Kontakt. Und wenn man jetzt immer nach den Corona-Vorschriften geht, dann kannst du den Abstand nicht wahren oder kaum wahren und dementsprechend ist da, es ist generell schwierig. Und da jetzt noch ein Spiel zu spielen, wo man generell immer in Kontakt ist mit anderen Menschen durch Zweikämpfe und so weiter, ist das ja easy übertragbar. Ne? Es braucht bloß mal der eine an deine Hand aus Versehen mit dem Gesicht zu kommen oder so. Oder du hast das schon und infizierst den, indem du einfach dem die Hand in die Fresse drückst. Und das geht übers Auge, in den Körper und was weiß ich. Also man kann sich eigentlich relativ schnell infizieren. Dementsprechend verstehe ich auch schon, dass die... beziehungsweise finde ich es schon krass, dass die immerhin das jetzt zugelassen haben, dass man spielen darf. Davon muss man in Niedersachsen jetzt auch 2 Meter Abstand halten. Und jetzt mal Hand aufs Herz an jeden, der in Niedersachsen gerade Fußball spielt. Und ja, Tobi, wenn es zu belastend ist, dann einfach, du weißt Bescheid. Oder irgendeinen anderen Sport macht. Achtet ihr wirklich 100% des Trainings darauf, dass ihr immer mindestens 2 Meter Abstand habt? Also ich persönlich mache das halt nicht. Wenn wir uns jetzt mal irgendwie für eine Übung anstellen oder sonst irgendwas, dann kann es halt mal vorkommen, dass man nebeneinander vorbeiläuft oder dass man vielleicht nur einen Meter weiter weg steht oder 50 Zentimeter. Ich stinke. Ihr stinkt übrigens auch, Leute. Wer hat das einen Auftrag gegeben, dass man reinschreibt, dass ich stinke? Natürlich achtet man darauf, jetzt nicht unbedingt so an seinem Gegenspieler zu stehen, aber auf die 2 Meter achtet man jetzt auch nicht penibel. Aber zum Glück hat das Land Niedersachsen vor 2 Wochen richtig geile Lockerungen reingebaut, die halt wirklich gar nichts bringen, um ehrlich zu sein. Unter anderem darf man jetzt nämlich wieder in die Kabinen und in die Dusche. Ja, das bringt einem nur leider nichts. In den Kabinen muss man halt auch den Abstand einhalten. Und ich weiß nicht, wie groß die Kabinen bei euch in der Mannschaft sind, aber selbst wenn ich jetzt mal so von der größten ausgehe, wo ich je gespielt habe, dann hätten sich da vielleicht gleichzeitig 3, 4, vielleicht maximal 5 Leute umziehen können. Alleine wenn man 12 Leute beim Training hat, dann müsste man sich in 3 Gruppen umziehen, bis dann alle fertig sind. Wenn die 3. Gruppe sich mit Umziehen fertig ist, dann können die sich direkt wieder umziehen, weil das Training beendet ist. Das heißt, auch das macht halt wieder überhaupt gar keinen Sinn. Ja. Dazu halt auch das mit den Duschen. Wisst ihr, was es da für eine Regelung gibt? Wenn man geduscht hat, dann muss man die Dusche desinfizieren. Digga, als ob sich da irgendwer die Mühe macht. Die Duschen werden halt immer noch nicht benutzt, weil da keiner Bock drauf hat zu schrubben. Also bei uns ist es so, wir dürfen noch nicht mal dort rein. Also wir dürfen nicht in die Kabinen und auch nicht duschen. Ich weiß nicht, wie das jetzt aussieht. Ich glaube, die haben jetzt vor kurzem das erst dort aufgeschlossen. Ich weiß aber gar nicht, ob wir das dürfen, ob das vorgeschrieben werden kann. Also bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher dementsprechend. Ich habe, glaube ich, welchen haben wir heute? Einen Montag. Ich habe übermorgen Training, dann werde ich euch auf dem Laufenden halten, ob wir da duschen durften oder nicht. Gruppen, natürlich nicht. Ach, das heißt, es gibt zwar ganz kleine Lockerungen beim Sportbereich, aber... Gibt es eigentlich jemanden von euch, der Fußball spielt? Schreibt mal bitte rein, wer Fußball spielt.
Das will ich jetzt mal wissen, ob es tatsächlich den einen oder anderen gibt. Mal eigentlich schauen. Auch nicht, weil keiner nutzt diese Sachen, weil sie einfach nicht nutzbar sind. Ich meine, ganz ehrlich, würfelt man einfach, was man lockert, oder schreibt man einfach irgendwas dazu, damit die Liste länger aussieht? Ich verstehe das halt nicht. Ab heute dürfen sich halt in Niedersachsen 10 Leute unabhängig von der Haushaltszugehörigkeit treffen. Warum darf man dann beim Fußball nicht beispielsweise auch ein 5 gegen 5 spielen? Das sind doch auch 10 Leute. Ich meine, Niedersachsen, denkt ihr wirklich, dass, wenn ich mich hier privat mit 9 Leuten treffe, dass wir auf den Abstand von 2 Meter achten? Ich meine, ganz ehrlich, das glaubt ihr doch selber nicht, oder? Und beim Fußball ist man halt wenigstens noch draußen an der frischen Luft und sitzt nicht irgendwie 3 Stunden so nebeneinander. Das nächste, was ich halt wirklich überhaupt nicht verstehen kann, ist halt der Umgang mit den Kinos. In Niedersachsen beispielsweise dürfen die zwar seit heute, also auch erst seit heute, wieder aufmachen, was auch schon viel zu lange ist, aber die Auflagen, die die haben, sind halt so grottenschlecht bearbeitet, dass es sich für die Kinos gar nicht lohnt, auf jede zweite Reihe besetzt werden darf. Und zwischen 2 Leuten müssen 4 Plätze frei sein. Insgesamt kommt man da auf eine Auslastung von 18% pro Vorstellung. 18%! Selbst wenn sich jeder 5 Packungen Popcorn holt, lohnt sich das finanziell gar nicht, da einen Film abzuspielen. Dazu müssen natürlich noch alle Besucher penibel aufgeschrieben werden, was auch wieder in Arbeitszeit eingeht. In dem Kino in Braunschweig geht es zum Beispiel finanziell auch nicht so gut. Ich meine, auch kein Wunder. Seitdem die umgebaut haben, hat die Qualität abgenommen. Ich glaube, die sind teurer geworden und die verkaufen nur noch so billig Nachos, die waren vorher viel besser, also absolut verdient. Aber wenn das so weitergeht, dann macht das Kino bald gar nicht mehr auf. Ja, klasse, dann hat Braunschweig einfach kein Kino mehr. Danke, Niedersachsen, Props an euch. Ich meine, wartet man jetzt einfach absichtlich, dass diese ganzen Geschäfte pleite gehen, damit es mehr Arbeitslose gibt, damit man, keine Ahnung, mit denen irgendwas machen kann, oder was soll sowas? In der Schweiz und Österreich beispielsweise haben Kinos extra Beschränkungen. Da muss man nur 1 Meter ab... Abstand halten beispielsweise. Dadurch hat man eine Auslastung von bis zu 50%, was schon deutlich besser ist als diese 18. Man hat hier einfach irgendwas festgesetzt, gar nicht mit den Kinos geredet, und das heißt, es gibt zwar diese Lockerung, aber eigentlich auch nicht, weil nur die wenigsten Kinos werden jetzt aufmachen, weil es sich finanziell halt einfach nicht lohnt, da den Betrieb zu eröffnen. Ich meine, warum redet Deutschland nicht mit den Kinos? Warum macht man da oder auch im Theater oder sonst wo nicht einfach extra Regelungen, wenn es nicht anders geht? Ich meine, da hängen auch Schicksale dran. Da arbeiten Menschen mit Familien. Sind die Leute euch einfach komplett egal oder was? In Kinos wird nicht geredet, jeder hält seine Fresse und hört den Ton, außer irgend so ein nerviges Mädchen in der letzten Reihe, was jedes Mal telefoniert. Außerdem gibt es da riesige Lüftungsanlagen. Ich glaube, ein Meter Abstand bei einem Film, wo jeder ruhig ist und die anderen Dinge gegeben sind. Ich glaube, das kann man gerade so verkraften. Genauso die Sache mit den Shisha-Bars. Merkel, mach mal Doppelapfel jetzt. Die sind nämlich immer noch geschlossen. Der Grund hierfür liegt darin, dass das Infektionsrisiko in keinem angemessenen Verhältnis zu einem Beitrag zur Versorgung stünde. An sich kann man jetzt natürlich erstmal sagen, okay, das macht ja irgendwo schon so ein bisschen Sinn. Aber warum dürfen dann beispielsweise Bars wieder eröffnen, wenn sie keine Speisen anbieten und sich an die Hygienevorschriften halten? Ist das sinnlose Besaufen in... Ich verstehe es aber, also das muss ich auch wieder sagen, ich verstehe nicht, warum ist das bei dem einen erlaubt, bei dem anderen wieder nicht erlaubt. Obwohl das eine, da sind viel weniger Leute drin als bei dem anderen. Oder da sind die Hygienevorschriften eigentlich schlechter als bei dem anderen. Man muss sich auch nicht wirklich verstehen. Und ja, also ich kann da die Wut von Tim schon irgendwo verstehen. Aber letztendlich kann man da dagegen eh nichts machen. Also, weiß ich nicht. Ja, die werden dann schon irgendwann Bescheid geben, wenn es was Neues gibt. Kneipen und Bars, also wirklich eine wichtige... Also schreibt mal rein, wer Shisha raucht und wer nicht Shisha raucht. Also, oder wer es schon mal geraucht hat und wer es nicht raucht. Richtige Versorgung der Bürger, oder was wollt ihr uns damit sagen? Rechtfertigt Alkohol wirklich ein erhöhtes Infektionsrisiko oder was? Hier gehen die Länder halt ebenfalls wieder mit so einer dämlichen Doppelmoral um. Ich meine, in einer Shisha-Bar kann ich doch genauso wie in einer Bar für Cocktails den Abstand einhalten. Da kann man doch genau die gleichen Regeln für machen. Ich bin auch nicht der größte Fan von Shisha-Bars und normalerweise nutze ich die halt auch nicht. Aber trotzdem hängen auch da Menschen dran. Existenzen, da sind Leute, die da arbeiten, die sich selbstständig gemacht haben. Und die fahrt ihr einfach komplett gegen die Wand, weil ihr sagt, nö, das ist nicht wichtig. Ich hole mir jetzt erstmal ein schickes Bier in der Kneipe, Alter. Da habe ich Bock drauf. Das eine ist doch nicht wichtiger als das andere. Ich meine, ganz ehrlich, was dachten sie sich denn dabei? In Shisha-Bars sind nur Ausländer. Den zeigen wir es jetzt. Ich meine, ich kann mir halt fast nichts anderes vorstellen bei so einer Argumentation. Niedersachsen sagt übrigens selber, dass man erst im Sommer 2021 zum kompletten Alltag zurückfinden wird. Die Frage, die ich mir hier aber stelle, ist, machen die Bürger das überhaupt so lange weg? Ich meine, am Anfang war ich auch pro Lockdown. Menschenleben retten, man kann ja auch mal auf Dinge verzichten, alles gut. Aber jetzt langsam merkt man, dass die Politiker, glaube ich, selbst gar keine Ahnung haben, was für Beschränkungen die da eigentlich gerade machen. Und irgendwann haben die Bürger da keine Lust mehr drauf. Ich bin zum Beispiel auch schon richtig angepisst, weil 3/4 der Sachen, die ich hier rausgesucht habe, halt einfach überhaupt gar keinen Sinn machen, was erlaubt ist und was nicht. So Dinge wie die Maskenpflicht kann ja gerne bleiben. Dagegen habe ich auch überhaupt nichts. Ich meine, ich finde das zwar mega nervig und ich gehe zum Beispiel auch nicht mehr in die Stadt shoppen, sondern gehe nur so schnell wie möglich einkaufen und das war's, weil das halt so überhaupt
überhaupt gar keinen Spaß macht. Aber hey, Amazon freut's auf jeden Fall. Aber sowas kann man ja halt noch irgendwo verkraften. Ich bin generell einer, der immer bei Amazon eigentlich einkauft. Ich weiß auch nicht warum, aber das ist halt einfach übel schnell, ne? Ich habe ja Amazon Prime, ist halt am nächsten Tag da. Ey, Jonas Keil, ich grüße dich, Bruder. Schön, dass du da bist. Tausenden, Zehntausenden, Hunderttausende Menschen gespielt wird, kann ich halt einfach nicht verstehen. Wir müssen halt einfach irgendwann anfangen, wieder zum normalen Leben zurückzukehren. Wir können doch jetzt nicht jahrelang warten, bis es irgendeinen Impfstoff gibt, um dann zu sagen, so, jetzt dürft ihr alle wieder öffnen. Wie, ihr seid alle pleite? Hä, wie ist das denn jetzt passiert? Laut dem Handelsblatt wird die Konjunktur... Schatz? Liebe Grüße von alte Scheiße. Liebe Grüße zurück. ...in Deutschland um 14% einbrechen. Wohlstandsverlust sind die Folge. Das sind halt Dinge, die wir jetzt zu verantworten haben. Wollen wir das Ganze jetzt noch schlimmer machen? Oder wollen wir jetzt endlich mal dagegen ansteuern und endlich mal versuchen, aus dieser Sache wenigstens ein bisschen besser rauszukommen, als es jetzt ist? Wie viele Betriebe sollen denn geschlossen werden? Wie viele Mitarbeiter entlassen? Es macht halt einfach keinen Sinn, wie diese Tobi, meine Freundin ist gerade raus, deswegen ist es jetzt gerade schwierig. Lockerungen hier langsam aufgehoben werden. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal sagen, ich bin nicht dafür, dass man den kompletten Lockdown jetzt zurücknimmt und alles einfach wieder eröffnet. Es ist gut, dass man das langsam macht und erstmal guckt, wie weit man gehen kann. Aber trotzdem machen viele Beschränkungen, die es noch gibt, halt überhaupt gar keinen Sinn. Und das verstehe ich nicht. Es sind einfach nur Menschen, die darunter leiden. Super gemacht. Okay, thanks, bye. Okay, also er fuckt sich eher so über seine Situation ab. Ich persönlich habe da eher weniger ein Problem. Wie es hier abläuft, ja, dass wir im Laden mit Maske rumrennen müssen und sowas, ja, es kann störend sein. Ja, mich juckt das aber ehrlich gesagt eher weniger. Dann ist es halt so, ja, also ich persönlich habe eher weniger das Problem. Zumal Hallo. Ich finde, 10 Leute ist eigentlich relativ viel, also ich finde jetzt noch nicht mal 10 Leute wenig. Ne? Wenn das von irgendwo kommt, 10 Leute, kann man auf jeden Fall machen, geht schon weg.